Radrennen. Keine andere Sportart verlangt dem menschlichen Körper mehr Ausdauer ab. Täglich 5 bis 10 Stunden im Sattel. Durchschnittsgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer. Steigungen von bis zu 9%. Fahren an der Leistungsgrenze des Körpers. Oft wochenlang, wie bei der Tour de France, dem berühmtesten Radrennen der Welt. Um in Frankreich dabei sein zu können, müssen Radrennfahrer viele Jahre trainieren. Und doch erreichen nur wenige die Kraft und Ausdauer, eines Tages ganz vorn mitzufahren. ,84 Meter groß, 64 Kilo schwer, 25 Jahre alt. Andreas Klöden ist Radprofi. Seit 1998 fährt der gebürtige Sachse aus Mittweida im Team Deutsche Telekom. Täglich trainiert er. Im Sommer draußen, im Winter auf der Hallenbahn. 35.000 Trainingskilometer im Jahr. Dazu kommen rund 12 Rennen. Lassen Sie den Jungs ein bisschen Platz zum Atmen, bitte. Mai 2000, Auftakt zur Deutschlandtour. Ein Radrennen 1300 Kilometer durch Deutschland, zwischen Bonn und Berlin. Vom Team Deutsche Telekom sind 8 Fahrer angetreten. Die Hoffnungen der Fans ruhen dabei besonders auf Andreas Klöden. Denn seit er im Frühjahr 2000 überraschend das Rennen Paris-Nizza gewonnen hat und danach die Baskenland-Rundfahrt, wird er als neuer Star gehandelt. Gute Fahrt. Danke. Klöden nimmt den Rummel um seine Person gelassen. Sein letztes Rennen liegt erst wenige Tage zurück. Und der Radprofi ist vor allem darauf gespannt, zu welcher Leistung sein Körper nach einer so kurzen Ruhephase bereits wieder fähig ist. Erste Etappe, 180 Kilometer Flachland. Das Durchschnittstempo der Fahrer liegt bei 38 Stundenkilometern. Die Körper der Profis sind menschliche Höchstleistungsmaschinen. Klödens Beine können kurzfristig über 1000, im Dauertest immer noch über 400 Watt auf die Pedale bringen. Ein Mensch, der 10 40 Watt Lampen zum Leuchten bringen kann. Nur wenige Menschen sind zu solchen Leistungen fähig. Und das auch nur nach intensivem, jahrelangem Training. 4,5 Stunden später der Zieleinlauf. Telekom-Fahrer Jens Heppner gewinnt die Etappe. Andreas Klöden geht als 23. durchs Ziel. Ich habe am ersten Tag immer schwere Beine. Und man muss sehen, die weiteren haben werden schwer. Und ich glaube, ich habe mich heute ein bisschen freigefahren und morgen wird es schon besser gehen. Andreas Klöden wird sich während der nächsten Etappen weiter steigern. Bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Bei den Wettkämpfen gehe ich schon an meine Grenzen. Also fast jedes Mal, wenn ich da irgendwie gewinne oder vorne bin und so, da muss man an seine Grenzen gehen, weil die anderen schlafen auch nicht. Und es wird immer enger, rückt die Weltspitze zusammen. Und deswegen muss man immer öfter seine Grenzen eigentlich noch nach oben verschieben können. Vor dem Mannschaftshotel laufen die Vorbereitungen für die zweite Etappe. Also ich bin auf die Kammer, hä? 17 Helfer umsorgen das Team Deutsche Telekom im Hintergrund. Betreuen die Fahrer, warten die Räder, liefern Proviant während des Rennens. Am Morgen werden die Sportler untersucht. Dann gibt der Teamarzt Lothar Heinrich grünes Licht für die Weiterfahrt. Es ist eine sehr schwere Rundfahrt, zum einen vor heimischem Publikum und mit einer großen Erwartungshaltung. Zum anderen vom Streckenprofil ist es dieses Jahr deutlich schwerer als im letzten Jahr. Sehr kupiertes Gelände nennt sich das, also immer kaum einen Meter flach, immer hoch und runter. Und dann auch in Schwarzwald eine sehr schwere Bergetappe, den Kandel nach oben. Aber eigentlich liegt es Andreas, das ist eigentlich so sein Terrain.
Radsport ist auch Mannschaftssport. Jeder Fahrer bekommt von seiner Mannschaftsleitung eine Rolle zugewiesen, ist Teil einer Taktik fürs ganze Team. An diesem Tag ist es Ziel des Teams Telekom, die Gesamtführung nicht aus der Hand zu geben. 8 Fahrer arbeiten für einen. Dabei ist es wichtig, möglichst nahe am Vordermann zu bleiben. Denn der Windschatten spart rund ein Drittel der Kräfte. Die Fahrer haben ganz bestimmte Anweisungen. Vorsprung sichern, das Tempo bestimmen, Angreifer stören, Löcher in den Windschatten der anderen reißen oder das Feld bremsen. Der Favorit bleibt bis kurz vor dem Ziel im Feld. Die anderen im Team halten ihm den Weg frei, damit er schließlich den Sieg einfährt. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der, auch wenn ich jetzt mehr Kraft habe oder so, dann, wenn abgesprochen ist oder wenn geplant ist, es so zu machen, wie das am Abend vorher besprochen wurde, dann halte ich mich eigentlich auch immer dran und es ist eigentlich auch immer besser, weil irgendwann kommt man mal in die gleiche Situation, dann ist der andere Teamkollege vielleicht ein bisschen stärker und dann, wenn man dann den vorher schon mal, sagen wir auf Deutsch, angeschissen hat, dann wird er sich das wahrscheinlich dann irgendwann mal rächen und dann bleibt man, glaube ich, auch nicht lange in so einem Team. Teil eines guten Teams zu sein, sich mit den Kollegen und Betreuern zu verstehen, ist für Andreas Klöden sehr wichtig. Denn die Leistungsgrenzen eines Fahrers werden nicht nur von seiner Muskelkraft bestimmt. Gefühlsleben und Motivation tragen mindestens ebenso sehr zum Erfolg bei. Wenn die körperliche Fitness da ist, aber die Motivation nicht da ist, dann wird kein Spitzenergebnis erreicht. Andererseits ist aber so, wenn die Motivation 100%ig ist und die körperliche Fitness nicht 100%, kann man trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis erreichen, weil man sich einfach sehr gut motivieren kann. Also die Motivation spielt bei den Spitzensportlern schon auch eine entscheidende Rolle. Es gibt natürlich auch Tage, wo man nicht so motiviert ist und dann gammelt man vielleicht mal einen Tag ab, aber da muss man natürlich den nächsten Tag und den übernächsten Tag dafür umso mehr trainieren und das ist halt wie ein normaler Job und so muss man den auch betrachten. Besonders entscheidend ist die Motivation dann, wenn jeder für sich allein kämpft. Aufwärmen für das Einzelzeitfahren bei der Deutschlandtour. Jedes Rennen hat mindestens ein Einzelzeitfahren im Programm, von vielen Fahrern gefürchtet. Denn es gibt keine Helfer, keinen schützenden Windschatten und kein Hinterrad, an dem man sich orientieren kann. Die Zeitfahrmaschinen sind zwar windschlüpfriger als ein normales Rennrad, doch das ändert nichts an der besonderen Herausforderung dieser Etappe. Jeder Sportler muss seine Kräfte selbst einteilen, seinen eigenen Rhythmus finden. Das Einzelzeitfahren offenbart, was ein Fahrer allein wirklich leisten kann. Andreas Klöden fährt die zweitbeste Zeit. Damit hat er sich in der Gesamtwertung weit nach vorne katapultiert, auf Rang 2. Man muss sich halt alleine quälen und man muss seine Leistung versuchen, alleine zu bringen. Und ich bin dafür halt vom Körper her auch gut geschaffen und mir liegt das Zeitfahren und deswegen fahre ich es eigentlich auch gerne, obwohl man wahrscheinlich eine höhere Überwindung braucht, als wenn man beim Straßenrennen jetzt irgendwo sich an anderen am Berg orientieren kann oder so. Ja? Man muss immer selber versuchen, so schnell wie möglich zu fahren und es liegt mir und deswegen mache ich es eigentlich auch gerne. Um die Leistungsgrenzen der Fahrer immer noch weiter hinauszuschieben, ist heute auch viel Hightech im Einsatz. Im Radsportzentrum Büttgen bei Düsseldorf wird in einem Aerodynamiktest geprüft, wie Klöden beim Einzelzeitfahren mit seinem Rad noch windschlüpfriger werden kann. Über Sensoren im Rad wird zunächst die Kraft ermittelt, die der Radprofi für eine bestimmte Geschwindigkeit einsetzen muss. Power war Teamarzt Lothar Heinrich und der Leistungsmessexperte Uli Schoberer leiten den Versuch. Ja, am Schluss machen wir das nochmal. Aber ich kann ja auch mal versuchen, nach Geschwindigkeit 327 Watt. Aber das ist schon gut hier, dass da wenig Schwankungen sind. Das ist sehr gut. Auf der Geraden nur 45. Das macht 2 km/h aus. Nur die Kurve. Obwohl du weniger Watt trittst. Nochmal 50 Watt weniger.
Fährst du trotzdem 2 km/h schneller. Ja. Machen wir jetzt nochmal das Gleiche und dann mit Helm. Und dann machen wir am Fahrrad was anderes. Ja. Die Helme, jetzt versinke ich gleich da drin, oder? Solche Helme dürfen nur beim Zeitfahren getragen werden. Ihre aerodynamische Form wurde in einem Windkanal entwickelt. Sie verringert den Luftwiderstand des Fahrers und hilft so, Kräfte zu sparen. Um die Wirkung zu testen, muss Andreas Klöden mit verschiedenen Helmen immer exakt dieselbe Geschwindigkeit fahren. Das Ergebnis? Mit Helm muss er etwa 10 Watt weniger Energie aufwenden als ohne. Das hört sich wenig an, könnte aber im Idealfall auf einer 50 Kilometer langen Strecke fast 2 Minuten Zeitersparnis bedeuten. Wissenschaftler und Techniker sind heute unverzichtbar für die Radprofis. Sie suchen nach den Sekunden, die auf der Rennstrecke den entscheidenden Vorteil bringen. Man muss trotzdem noch auf die Pedale treten. Ja. Man muss schon noch einen Fahrer haben, der Talent hat, der gut an sich arbeiten kann, der auch nicht irgendwie ausflippt oder Starallüren hat oder sonst was. Also, und das ganze Team mit den ganzen Masseuren, Mechanikern, Doktor, sportliche Leiter, die anderen Rennfahrer vom Team, die müssen halt natürlich alle gut zusammenarbeiten und dann kann man eigentlich auch alles erreichen, was man erreichen möchte. Ja. Radprofis wie Andreas Klöden müssen ihr Leben voll und ganz dem Sport unterordnen. Dazu gehört Trainingsdisziplin ebenso wie ständige Ortswechsel. Ein Leben im Hotel, bei dem eins immer schon bei der Ankunft feststeht, der Speiseplan. Die Hotelküchen in den Etappenorten sind optimal vorbereitet auf den Besuch der Spitzensportler. Vorab erhalten sie von den Teams genaue Anweisungen für die Zubereitung des Essens. Denn eine optimale Ernährung ist Voraussetzung für Höchstleistungen. Wer keine Nudeln mag, hat es als Radrennprofi schwer. Pasta sind das Standardgericht im Radsport. Sie enthalten viele Kohlenhydrate, die wichtigsten Energielieferanten für die Muskeln. Innerhalb kurzer Zeit füllen sie die Glykogenspeicher der Muskeln wieder auf und erhöhen so die Belastbarkeit des Körpers. Wenn man bedenkt, dass so ein Sportprofi, Radsportprofi 10.000 Kalorien verbrennt pro Tagesetappe, das heißt halt, die brauchen dementsprechend viel Kohlenhydrate. Und das kriegen sie hauptsächlich durch die Pastas. Und das heißt halt, wir machen ihn heute Abend, also zum Lunch kommen die Pasta und morgen früh als Frühstück, da bekommen die 4erlei Nudelsorten und 3erlei Soßen und da können sie dann so viel essen, wie sie wollen. Nach einem langen Renntag sind die Energien der Sportler völlig erschöpft. Ist natürlich schon kaputt am Abend und so und man isst dann viel Kohlenhydrate, Spaghetti und Reis und Kartoffeln und versucht sie halt schon über Nacht so gut wie möglich zu regenerieren und dann am nächsten Tag halt wieder so gut wie möglich dazustehen. Ja, man bei so einer Rundfahrt über eine Woche oder über 10 Tage ist natürlich klar, dass man dann nicht mehr besser wird. Man hat dann vielleicht nach dem 8. Tag nur noch 50 oder 60% zur Verfügung, als man, wenn man losgefahren ist in der ersten Etappe. Deutschlandtour, 3. Tag. Die Etappe von Pforzheim nach Bad Dürrheim ist die längste und sie gilt als die schwerste. 216 Kilometer, 3 lange Anstiege, über 6 Stunden werden die Fahrer im Sattel kämpfen. Um diese Belastung durchzuhalten, dürfen sie eines auf keinen Fall versäumen, rechtzeitig während der Fahrt zu essen. Denn auch wenn Sportlermuskeln große Glykogenspeicher besitzen, müssen die Reserven durch Energieriegel und schnell verdauliche Gels immer wieder aufgefüllt werden. Die Sportler müssen essen, bevor der Hunger kommt. Denn wenn sie den richtigen Moment versäumen, geht den Muskeln der Kraftstoff aus. Mögliche Folge, der sogenannte Hungerast. Du hast halt keine Kraft mehr, auf die Pedale zu bringen. Da wird so leicht weiß vor Augen und da ist halt überhaupt kein Zucker mehr im Blut. Und du bist halt unterzuckert und dann geht halt nichts mehr. Also, dann könnte man vielleicht mit seiner Oma noch einkaufen fahren, den Berg hoch, aber schneller fahren kann man dann nicht mehr. Ja, also ist total leer, man. Es geht nichts mehr. So. Nur kontinuierliches Training bringt den Körper an die Grenze des Machbaren. Ausdauer ist das Wichtigste. Im Winter trainiert Klöden auf der Bahn und im Kraftraum. In den wärmeren Jahreszeiten fährt er draußen. Mindestens 5 Stunden täglich muss er immer wieder beschleunigen, sich Anstiege hinaufarbeiten und dabei seinen Puls möglichst konstant bei rund 130 Schlägen pro Minute halten.
Denn nur bei diesem Wert verbrennen die Muskeln auch die Fettdepots optimal, die neben dem Glykogen die zweite Energiequelle des Körpers sind. Schlägt das Herz schneller, greift der Körper die knapperen Glykogenreserven an. Besonders im Ausdauersport gilt es jedoch, diese Zuckervorräte für Zwischensprints und Endspurt zu schonen. Auch perfekte Bewegungsabläufe beim Fahren helfen, Energie zu sparen. An solchen Techniken arbeitet Volker Czorlich am Rostocker Sportwissenschaftlichen Institut. Durch biomechanisches Training will er den Fahrern beibringen, so auf die Pedalen zu treten, dass sie keine Muskelkraft vergeuden. Sie sollen ihre Tretbewegungen so ausführen, dass sie ihren Energieaufwand optimal in Tempo umsetzen. Czorlichs Training zielt also nicht auf stärkere Muskeln oder höhere Ausdauer, sondern auf die Fähigkeit, ihre Kraft effektiver einzusetzen und damit schneller zu fahren. Wir können jetzt noch mal versuchen, die Kraft früher im oberen Todpunkt einzusetzen, also dass man die Kraft früher aufbringt auf das Pedal. Das Testfahrrad kann für jeden Punkt der Bewegung ermitteln, wie stark der Fahrer auf die Pedalen tritt. Sensoren zeichnen den Bewegungsablauf phasenweise auf. Aus den Messergebnissen entwickelt Czorlich ein individuelles Trainingsprogramm für den Fahrer. Ein Schritt zum idealen Bewegungsablauf. Einmal muss man natürlich sagen, biomechanisches Techniktraining ist ein teurer Prozess. Man hat es vielleicht ein bisschen gesehen, wie viel Technik in so einem Fahrrad drin stecken kann. Und ich denke, das wird dann wieder sehr, sehr interessant werden, wenn der physiologische Bereich ungefähr gleich verteilt bei den Spitzensportlern auftrainiert ist. Und wenn es dann wirklich auf die letzten wenigen Prozente ankommt. Das Einzigartige an Volker Czorlichs Rad ist, dass es auf der Straße unter realen Fahrbedingungen eingesetzt werden kann. Doch bislang ist das Training mit dem Messfahrrad noch kein Standard für Radprofis. Heute also der Start zum großen Finale der Deutschlandtour, die heute hier von Potsdam nach Berlin über 140 Kilometer. Dann werden also die 1247 Kilometer beendet sein nach den 7 Zielrunden. Die letzte Etappe der Deutschlandtour 2000 steht bevor. Potsdam-Berlin. Andreas Klöden liegt 42 Sekunden hinter dem führenden David Plaza zurück. Zu viel, um für sich und sein Team noch den Gesamtsieg zu holen. Doch kämpfen wird er trotzdem um den zweiten Platz. Gleich also dann der Startschuss durch Oberbürgermeister Platzek. Und wir sollten also die letzten 5 Sekunden hier gemeinsam anzählen, meine Damen und Herren. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1 und Start zur heutigen Schlussetappe der Deutschlandtour 2000 von Potsdam in Brandenburg nach Berlin. Die Fans warten gespannt auf das Feld der Fahrer. Unter ihnen auch Klödens Freundin Bettina. Zieleinlauf auf dem Berliner Kurfürstendamm. Nach 8 Tagen und knapp 1300 Kilometern rasen die Fahrer mit fast 50 Stundenkilometern ins Ziel. Andreas Klöden hat es geschafft. Er konnte seinen zweiten Platz behaupten. Andreas Klöden auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. In wenigen Wochen wird er bei der Olympiade in Sydney mit einer Bronzemedaille erneut zeigen, dass er zu den besten Radrennfahrern der Welt gehört. Zweiter in der Gesamtwertung der Deutschlandtour 2000, der Senkrechtstarter der Saison 2000, Andreas Klöden! In diesem Jahr, jetzt im Jahr 2000, muss ich sagen, hat sich eigentlich alles ausgezahlt, von dem ich eigentlich mal geträumt habe. Und so lange trainiert halt ein Rennfahrer immer, bis halt dann mal der Erfolg da ist. Und dann kann man sagen, jetzt weiß ich auch, warum ich die letzten 10, 12, 13 Jahre das gemacht habe. Ja.
Andreas Klöden hat noch mehr vor. Er möchte eines Tages bei den berühmtesten Radrennen der Welt mitfahren. Tour de France, Frankreich im Sommer 2000. 21 Etappen, 3000 Kilometer. Durch die Pyrenäen, durch die Alpen. Schauplatz des Zweikampfes zwischen dem Amerikaner Lance Armstrong und dem Deutschen Jan Ullrich. Jan Ullrich, der Toursieger von 1997, ist Klödens Vorbild und sein bester Freund im Team. 9 der 13 Fahrer des Teams Deutsche Telekom sind in diesem Jahr in Frankreich mit dabei. Das Rennen ist ausschlaggebend für ihre Zukunft, für ihr Ansehen. Und dem Sieger winken über 2 Millionen Francs. Die Tour 2000 verfolgt Andreas Klöden am Bildschirm. Nach einem anstrengenden Frühjahr wäre er nicht mit vollem Potenzial angetreten. Und wenn er dieses Rennen fährt, dann will er in Bestform sein. Sein Ziel? 2001 als Helfer für Jan Ullrich kämpfen. Für mich ist Jan halt mit einer der größten Radsportler, die es gibt zurzeit. Oder mit dem Miguel Indurain jetzt in den letzten Jahren und mit dem Armstrong und so und Pantani. Und es ist schon mal schön, wenn man für ihn arbeitet und sagen kann, man war dabei gewesen, man hat Arbeit gemacht, damit er dann den Sieg nach Hause tragen kann. Und irgendwann ist halt die Tour auch mal wichtig, sage ich mal. Dies Jahr vielleicht nicht ganz so wichtig für mich, aber irgendwann will man sie schon mal gefahren in seiner Profilaufbahn. Selbst an den Ruhetagen der Tour de France müssen die Radprofis trainieren, damit ihr Körper im Rhythmus der Belastungen bleibt. Jedes Jahr derselbe Konflikt. Den Zuschauern soll zur besten Sendezeit ein packendes Spektakel geboten werden. Die Fahrer aber müssen die Qualen der Strecke auch verkraften können. Für Telekom-Arzt Lothar Heinrich ein Zwiespalt, der manchmal zu Lasten der Athleten geht. Die Fahrer werden in die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet. Der Organisator will natürlich auch ein gewisses Spektakel haben. Und dementsprechend muss man sich dann auch arrangieren. Und dann kann es dem Organisator eben auch passieren, dass Fahrer mal eine Etappe bummeln, obwohl er das so gar nicht haben will und die Sendezeiten nicht eingehalten werden. Der menschliche Körper stößt irgendwann an sein Limit. Der Konkurrenzkampf aber wird immer härter. Und so greifen manche Fahrer auch nach unerlaubten Mitteln. Wegen häufiger Dopingskandale wurden die Kontrollen verschärft. Jeden Tag müssen 4 Athleten Urin abgeben. Eine Probe wird sofort ausgewertet, die zweite für spätere Tests eingefroren. Jeder Fahrer steht vor dem Konflikt, sich ehrlich zu quälen oder es sich mit Tricks ein bisschen leichter zu machen. Es ist wirklich so, dass der Großteil der Fahrer mit Sicherheit sauber fährt. Dafür gibt es so viele Kontrollen im Radsport wie in keinem anderen Sport. Und deswegen muss man die Fahrer wirklich auch mal in Schutz nehmen. Die trainieren so viel und bereiten sich so wirklich kontinuierlich auch vor, dass sie die Leistung erbringen können. Es wird immer schwarze Schafe geben, das ist klar, sonst gäbe es auch keine Dopingtests. Doch es gibt immer mehr Dopingmittel, die nur noch schwer nachzuweisen sind. Im Biotechnologischen Institut in Troyes wurde ein Verfahren für das berüchtigte EPO entwickelt. Mit EPO werden mehr rote Blutkörperchen gebildet und der Körper kann mehr leisten. Die möglichen Folgen sind jedoch Bluthochdruck und Herzinfarkt. Nach 15 Jahren ist erstmals zur Tour 2000 ein Nachweis des Medikaments möglich. Ce qui s'est passé avec le dopage depuis 10 ans, c'est qu'on est passé. In den letzten 10 Jahren ist man im Doping von chemischen Produkten übergegangen zum Einsatz von biotechnologischen Produkten, von Wachstumshormonen etwa oder von Zelltherapien. Das verändert völlig die Ausgangslage des Problems. Denn der Kampf gegen das Doping ist gegen diese biotechnologischen Produkte nur noch schwer zu führen. Biotechnologische Manipulationen können nicht wie die chemischen Substanzen im Blut oder Urin nachgewiesen werden. Da es im Profisport um viel Geld geht, werden immer wieder Wege gefunden, die Dopingtests auszutricksen. Institute wie hier in Troyes hinken mit ihren Nachweisverfahren den Erfindern neuer Dopingmittel stets um Jahre hinterher. Ce qui veut dire que la lutte antidopage, telle qu'elle est conçue sur un contrôle. Der Kampf gegen das Doping befindet sich heute am Ende einer Epoche. Während wir die Kontrollen in angepasster Form beibehalten, müssen wir deshalb auch über eine andere Politik nachdenken. Eine Politik der aktiven Vorbeugung und des sauberen, humanen Sports.
Der Sport sollte eine Art Gütezeichen erhalten. Damit könnten wir die Sportler vor Missbrauch schützen. Und zwar sowohl was die Gültigkeit ihrer Leistung angeht, als auch ihre Gesundheit. À la fois pour la validité de la performance, mais également pour leur propre santé. Im Jahr 2000 gab es erstaunlich wenig Dopingfälle. Bleibt zu hoffen, dass die Siege mit hartem Training und starkem Willen erkämpft wurden und nicht mit Hilfe noch ausgefeilterer Dopingmittel. Andreas Klöden arbeitet hart daran, seine körperlichen Leistungen noch weiter zu steigern. So lange, bis auch er an seine äußerste Grenze stößt. Jetzt bin ich 25 und ich glaube schon, dass man das bestimmt noch, dass ich vielleicht nur ein, zwei Jahre brauche, bis ich vielleicht alles ausgereizt habe. Ja. Und dann muss man halt versuchen, wenn man es dann in zwei Jahren ausgereizt hat, dann vielleicht noch über drei, vier Jahre versucht dann zu halten. Mit 30, 31, 32 ist man dann schon wahrscheinlich am Limit, sage ich mal. Ja.